etwas riecht, dann sind das eure Feinde. Sie haben Angst. Und das sieht man. Keine Sehnsucht. Das macht die Furcht nun mal mit Schwächlingen. Dort steht die spanische Horde kampfbereit. Ich denke, wir sollten heute viele von ihnen ins Jenseits schicken. Sie sind allein. Kein Freund hat sich hergewagt, um für sie zu sterben. Sag das nicht. Und das habe ich schon mal gehört. Wartet auf meine Befehle. Okay, da können wir einfach so durchbrechen. Jetzt sogar schon eine goldene Erfahrung. Ich würde gerne Rambocke, lasst mal los. Die Schwächsten werden die nehmen. Und dann hätte ich noch gerne die 19. Ja. Ja, die ist Gold. Die ist wertvoll. Nehmt den Rambock. 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 Einheiten nach vorn. Einheiten vorstoßen. Aber ich glaube, 3 werden sogar reichen. Dann nehmen wir den als Reserve, falls was schief geht. Bewegung. Astati. Abrücker. Astati. 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 Einheit. Ohne Position. Befeuern. Einheiten. Nach vorn. Da haben wir schon die erste Legionärskohorte. Hilfstruppen! Vorwärts! Haltet Stand und bewahrt Abstand! Kohorte! So, und das ist die schöne Kohorte. Wir so oder so platzieren können. Schön. Ohne Befehl! Feuern! Der Feind hat mehr Männer zu sich gerufen. In Rammposition! In Rammposition! Rambock! In Rammposition! So, die Verstärkung gilt es abzufangen. Das kriegen wir hin. Sind die auch draußen oder in der Mauer? Ja. Die sind drin. Ja, reitet mal hier hoch. Nicht zu nah am Turm. So, die Bogenschützen können wir auch schon mal vorschicken. Vielleicht treffen die ja was. Unsere Soldaten. Unsere Soldaten sind an den Mauern. Jetzt müssen sie sie niederrammen. Unsere Soldaten haben Gutes geleistet. Der Rambock hat das Tor durchbrochen.
Feind zeigt sein wahres Gesicht. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. Formation, Attacke! Lob sei den Göttern. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Zeigt keine Gnade. Die feindlichen Mauern sind gefallen. Begrabt nun ihre Soldaten unter den Trümmern. Vielleicht können wir das sogar nutzen. Vielleicht geht er das Tor auf und dann können wir es gleich einnehmen. Yep. Unsere Soldaten okay. haben die Mauern besetzt. Jetzt müssen wir vorstoßen und den Ort erobern. So, was machen die jetzt hier? So, dann reiten wir die mal nieder. Keine Chance. Ich könnte sogar deren Kavallerie rausnehmen. Wenn wir schnell genug sind, können wir auch das da einnehmen. Die Straße. So, Angriff. Formation, Attacke! So, jetzt machen wir es mal hier bereit. Die stärksten. Das ist dann Reihe 1. Das wird einfach die restliche Reihe. Das geht schon. Die Bogenschützen werden vom Turm angegriffen. Das ist jetzt blöd. Habe ich nicht gesehen die ganze Zeit.
So, die kommen auch mal hier rein. Die Legionärskohorte hier hin. Da kommen sie schon. Und da gehen sie wieder. So, ihr könnt schnell hier. Die könnten hier, ich muss mal nach denen schauen. Ja, da kommen wieder welche. Lenkler, die müssen wir schnell ausschalten. Jetzt die kriegst du hin. Equites. So, die Einheit kann man nach hinten, die ist fertig. Hat nur noch eine überlebt, das war ziemliches Glück. So, dann macht das hier die neue Gruppe aus. Einheiten, Attacke! Bisschen weiter nach hinten. Jetzt rückt die Infanterie vor. Und zwar bis hier hin. Und da haben wir ihn auch schon, den General. Einheit.
die Götter. Der feindliche General wurde getötet und Furcht erfüllt nun die Herzen unserer Feinde. Schützen. Attacke! Wo kamen die denn her? Neue Linie vor, ist die 3, nee, die 4. So, die gehen jetzt nach draußen. Mit denen. Die Reservetruppe sind es die. Kavallerie umrundet die jetzt mal und greift dann von der anderen Seite an. Ein Angriff! Bogenschützen! 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 So, das war's auch mit denen. Dann rücken wir mal hier hin vor. Obwohl, wir können eigentlich schon mal angreifen. Die kommen ja rechtzeitig an, oder? Ja, der Kampf wird ein bisschen dauern. Rom wird über diesen Sieg staunen. Der Tag gehört uns.
Das, obwohl es recht ausgeglichen war von der Chance her. Mehr Geld. So, Holzmauer hatten sie, das reparieren wir mal. Ja, tatsächlich 2 Einheiten verloren, obwohl sie eigentlich überlebt haben. Aber jeweils hat eine Truppe. Aber nicht schlimm, das war ein Hastarti, wenn es eh ersetzt. Durch die Legionärskohorte. Straßen, Kanalisation. Arena noch davor. So. Nett. So, wo ist mein. Stimmt, der darf hier ein bisschen Unruhe in Oscar stiften. Es gibt einen Diplomaten hier. Tschüss. Okay, ging nicht. Gut, dann warten wir auf die nächste Runde. Wir werden belagert. Scalabis, eine Hafenblockade. Das passt mir gerade gut in den Kram, weil wir wollten sowieso die Flotten von denen angreifen. Momentan geht es nicht weiter. Alesia von Britannien. Aha. Ja. Marschieren! So, und da verlieren wir immer mehr Truppen. Attentäter bereit. Er wird eliminiert. Der Anführer. Schade. Verfehlt. So, dann schicken wir mal die hier hin. Ach, das nervt. Weg mit dir. Da schicken wir die ganzen 4 dorthin. Weiter geht es nicht. Greif den Feind an! Sieg! Weiter! Befehle? So, dann hätte ich noch gerne... in Alesia. Dort könnten wir... Aquädukt bauen. Die Akademie hier in Lugdunum. Armenium sollte dann auf Armeekaserne gehen. Ah, das wäre aber wichtiger. Okay. Das kommt weg. Hier gehen wir auf Forum. So. Flotte bereit! Wir werden belagert! Okay, Britannien ist auch ziemlich stark. Das könnte zu einem Problem bald werden. Wie gehe ich damit um? Und Scipion, die haben auch recht viel. Vivius der Spieler ist gestorben. Ui. Natürlicher Todesfall. Okay.
müssen auf die Kasernen setzen. Wir brauchen endlich eine gute Streitkraft. Dann kommen die jetzt endlich mal nach unten. Die lagern schon wieder. Weg mit euch. Imperator? Attentäter erwartet Befehle. Sein Leben wird enden. Erfolgreich sogar. Der Anführer der Spanier wurde ermordet. Das ist nützlich. So, was Flotte haben wir hier? Bereit. Spanischer Flottenverband. Ciao. So, nagallischer Flottenverband. Ciao. Sieg! Setzt die Segel! So, und diesen Hafen gilt es anzugreifen. Weiter geht es erstmal nicht. Seite vernichtet Gallien. Das war's mit ihnen. Schon wieder. So, Cordoba. Dort stellen wir ein paar Kohorten her. Hier haben wir auch schon welche. Ja, noch römische Bogenschützen, ne? Ja. Dann warten wir mal, bis eine Truppe fertig ist. Dann schicken wir die auch nach Norden. Und wir die schon hier hinschicken könnten. Dann sammeln wir die mal dort. Wir können nicht weiter. Ja. Zwei würden reichen, dann ist es voll. Okay, da hätten wir alles.